ho, ho, meine lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen im heutigen Türchen meines Adventskalenders mit dem kleinen Alltagsmagier von Claudia Duwe. Ein Buch, das mich nachhaltig geprägt hat, verändert hat und auch ein bisschen was in mir ausgelöst hat und ich nach wie vor Tipps aus diesem Buch beherzige. Ja, ich beschäftige mich ja seit einiger Zeit mit Achtsamkeit. Ich spreche nicht immer über jedes Buch, was ich dazu lese oder über Dinge, die ich darüber entdecke oder Podcasts, die ich höre, denn ich finde, dass das ein sehr privates Thema ist und man manche Gedankengänge vielleicht zu viel aus dem Inneren nach außen tragen und ich das nicht immer unbedingt besprechen möchte, beziehungsweise manchmal diese Dinge auch einfach mal erst in mir arbeiten müssen. Aber der kleine Alltagsmagier taugt einfach so gut, um diesen ja zu lesen, weiterzugeben, und die Inhalte fand ich einfach unglaublich gelungen. Es geht beim kleinen Alltagsmagier vorwiegend darum, im Grunde festzustellen, dass man jeden Tag 24 frische Stunden hat und was gestern war, ist total egal und was morgen kommt sowieso. Man lebt nur im Hier und Jetzt und man soll diese 24 Stunden jeden Tag so nutzen, dass man sich wohlfühlt. Weit ab von To-Do-Listen, von Meetings, von Terminen, von Freizeitstress und einfach auch mal sich langweilen, sich einfach mal fallen lassen, sich einzugestehen, dass man auch so eine halbe Minute, so eine halbe Sekunde, glaube ich, braucht, um dass Dinge auf einen wirken können. Und das hat Claudia Duwe sehr gut zusammengefasst. Zum einen natürlich so ein bisschen ihren Weg, wie sie dahin gekommen ist, wo sie ist, was sie auf die Idee gebracht hat, uns Mr. Ed zu schenken, der so eine Art Co-Freund, glaube ich, hat sie es genannt, Co-Pilot erstellt hat, so einen kleinen Freund, der unsere innere Stimme sein wird, der uns auch durch dieses Experiment sozusagen durchleitet, der uns Tipps gibt, Tricks gibt, jeden Tag neue Anregungen gibt, wie wir das Leben wieder ja lebenswerter machen können, wie wir aus diesem Trott herauskommen können und wie wir einfach auch wieder dazu kommen, unser Leben zu genießen, weit ab von all den Dingen, die uns eben stressen und die ja auch unseren Geist einfach ganz viel Kraft rauben. Und für mich hat das Claudia Duwe wirklich großartig erzählt. Sie hat es in einer sehr einfachen Sprache gehalten. Sie hat wissenschaftliche Belege mit dazu gepackt, die aber wirklich auch so erklärt, dass ich die verstehe. Ich finde, das ist ein Buch sowohl für Anfänger, die sich gerade erst ganz kurz mit Achtsamkeit beschäftigen. Deswegen finde ich, ist das auch ein absoluter Geschenktipp, den man Freundinnen schenken kann, die ja vielleicht so eine Prise Motivation zur Achtsamkeit brauchen. Gleichzeitig war es aber auch wirklich für mich ein Buchschatz, der doch schon ein paar mehr Bücher dazu gelesen hat, gehört hat, sich damit ein bisschen intensiver beschäftigt hat, auch schon den einen oder anderen Kurs besucht habe. Und umso spannender fand ich es, dass Claudia Duwe mir da etwas Neues erzählen konnte. Und mit ihrer Möglichkeit des Mr. Eds, diesem Co-Piloten, der uns immer mal wieder Dinge in Erinnerung ruft, der uns Gewohnheiten verändern lässt, der ja einfach so in uns etwas auslöst, der wie wirklich ein guter Freund da sitzt und uns auch als leise Stimme immer mal etwas in den Gedanken bringt. Es gibt Ideen zu einer Morgenroutine, es gibt Ideen, wie man den Tag gestalten kann, wie man ja mit To-Dos umgeht und Ähnlichem. Ich fand das Buch wirklich großartig und ich habe mir manches damals aus dem E-Book herausgeschrieben, habe das jetzt hier als Zettelchen ja auch mit eingelegt und werde dann auf jeden Fall im nächsten Jahr dieses Buch auch nochmal so ein bisschen durcharbeiten, mir Markierungen machen, wo ich immer wieder mal hin möchte, und finde das einfach großartig. Ich kann es absolut nur empfehlen. Es hat wirklich sehr viel auch in mir nochmal so einen Schalter umgelegt, Gedanken umgelegt, auch positiven Stress zum Beispiel hier drin mal mitbenannt, dass nicht jeder Stress unbedingt etwas Schlechtes ist, und das fand ich zum Beispiel auch einfach ganz, ganz toll. In einer Sprache, die ich sehr gelungen fand, und da das Buch wirklich so nachhallig bei mir war, durfte es dann auch als echtes Buch bei mir einziehen, was mich ja sehr freut, dass ich dieses Buch im Regal stehen habe, und ich glaube, dass das zu Weihnachten auch der ein oder andere liebe Mensch in meinem Leben ja als Geschenk bekommt. Und das war es jetzt auch schon, das 11. Türchen meines Adventskalenders. Ich wünsche euch heute noch einen wunderbaren Tag und eine schöne Adventszeit und bis zum nächsten Türchen. Macht's gut!